Chemie und Kunst? Das hat doch nichts miteinander zu tun. Glauben Sie das auch? Wir beweisen Ihnen in unserer neuen Videoreihe das Gegenteil. Denn was wäre Kunst ohne Farben, Kleber und Co.? Und all das ist Chemie. Ich zeige Ihnen in den kommenden Wochen 4 spannende Experimente für Kinder, die Sie zu Hause, im Kindergarten oder in der Schule ganz leicht nachmachen können. Heute zeigen wir Ihnen, wie man mit wenigen Materialien aus Kartoffelstärke Fingerfarben machen kann, die kostengünstig und gesundheitlich völlig unbedenklich sind. Früher bedienten sich die Menschen natürlicher Farbstoffe, die sie aus Pflanzen, Mineralien und auch Tieren gewannen. Heute werden die meisten Farben synthetisch, das heißt künstlich hergestellt. Aber eines ist gleich geblieben. Farben bestehen immer mindestens aus 2 Bestandteilen. Farbstoffen oder Pigmenten und Lösungs- oder Bindemitteln. Für unsere Fingerfarben brauchen wir eine Herdplatte, einen Messbecher mit 500 ml kaltem Wasser, 3 leicht gehäufte Esslöffel Kartoffelstärke, einen Topf, einen Schneebesen, flüssige Lebensmittelfarben, einige Teelöffel, je nachdem wie viele Farben man herstellen möchte, eine entsprechende Anzahl an Schraubgläsern und einen Malblock. Die Kinder geben das Wasser in den Topf und fügen 3 leicht gehäufte Esslöffel Stärke hinzu. Anschließend müssen Sie mit dem Schneebesen gut umrühren, bis sich beides gut miteinander vermischt hat. Danach erhitzen Sie das Ganze und unter ständigem Rühren wird alles aufgekocht. Chemisch gesehen passiert hier Folgendes. Beim Erhitzen der Stärke zusammen mit dem Wasser gerinnt die Eiweißhaut der Stärkekörner, platzt auf und ermöglicht das Aufquellen der Stärke. Dabei nimmt sie das 2- bis 3-fache ihres Eigengewichts an Wasser auf. So entsteht eine klebrige, gelatineartige Masse, unser Bindemittel für die Farben. Dieses lassen Sie nun abkühlen und füllen es anschließend in die Gläser. Die Kinder geben nun je ein paar Tropfen unserer Farbstoffe dazu, das sind die Lebensmittelfarben. Dann wird das Ganze verrührt, bis eine Paste mit einem ganz intensiven Farbton entsteht. Und dann kann auch schon losgemalt werden. Die Farbe eignet sich übrigens auch für ganz kleine Kinder, denn wenn etwas im Mund landet, ist es überhaupt nicht schlimm. Sollte noch Farbe übrig bleiben, so können Sie diese gut verschlossen im Kühlschrank aufbewahren. Dort hält sie ca. eine Woche. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Die Experimentieranleitung finden Sie unten in der Infobox. In unserem nächsten Video zeigen wir Ihnen die Herstellung einer weiteren Farbe. Diesmal aus Quark und Öl. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal und klicken auf das kleine Glöckchen. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.